Hallo zu einem wöchentlichen Donnerstagabend. 18 Uhr sind wir hier wieder zurück in der Dragon Age Origins. Und wir sind hier in Denerim, falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Hier die Stadt Denerim haben wir ein paar Sachen hier, die wir noch besuchen könnten. Königlicher Palast und so etc. pp. Flüchtlinge. Bürgerkrieg. Ja. Und ich denke mal, eine Frage der Ehre. Da hinten gibt's ja was. Ob die in dem Laden wohl Seidenschleifchen verkaufen? Na dann. Ich will schon ewig mein... Seid ihr bereit? Ich bin kein Wilder. Ich werde euch nicht übervorteilen. Ich bin bereit. Möge die Göttliche über euch wachen, Sir. Ihr beweist eure Ehre. Lasst uns beginnen. Yep. Ach so, alleine. Naja, der hat wohl den Mack ab. Was hier? Klaffende Wunde. Kriegsschrei. Oh, ich hätte wohl lieber einen Trank gesoffen. Fuck, die waren dann. Ja, dann müssen wir eben kurz wieder Bescheid sagen, den Typen, und hier noch kurz die Hand. Ja, dann. So, ich muss immer wieder wissen, dass Zeug im lauten Augen habe. Das haut richtig rein. Ach stimmt, hier kann ja durch Schild und so. Komm. Verfehlt? Fertig! Dann, oh, danke sehr, liebe Morrigan, Stan und Eloise da. Zu leicht. So, du, komm her! Und zum Glück gehen wir jetzt weiter. Sorry, Leute. Dann gehen wir schnurstracks zum kämpfenden Kolibri. Und geben den kurz noch Halt. Ja, der will ja uns nur abquatschen, das Slim Country. Den müssen wir gar nicht mal ansprechen. Die sind zu klein. Schickt sie wieder zur Ausbildung zu den Priestern. Wo haben wir den Typen jetzt kennengelernt? Ach, der ist der hier. Ich kenne euch. Na und? Aus Ostagar. Bei Andrastes Blut. Ihr seid ein... Ihr habt meinen Freund getötet. So, über Schwulen. Wir treffen uns in der... Dann werden wir ihm kurzerhand folgen. Und jetzt wieder auf die, wir müssen hier unsere Wundumheilungen benutzen. Seid ihr bereit? Ich bin kein Wilder. Ich werde euch nicht übervorteilen. Lass... Oh, Noch ein bisschen Schlückchen. Ja, du Typ, da steht gut hier. Da kann wirklich immer so stehen bleiben. Plus 2, also
der Elektrifizierung gibt immer wieder zwei mehr. Verfehlt? So, mit den rundum Heiltränken sind wir sehr gut dabei. Und ihr habt ehrenhaft gekämpft. Sir Landry hätte sich kein... Und Umschlag. Benötigst du Stärke 20? 22, wie viel haben wir denn? Stärke 22. Einen ehrenvolleren Tod wünschen können. Ja, das stimmt, aber wir haben ihn natürlich besiegt. Wunder. So, wir haben eventuelle Quests noch offen, aber ich habe keine Ahnung, wo wir die lösen müssen. Oder nicht Inventar, sondern J. Y. Auf den Anschlagsbrett hier hast du gelesen, dass Meister Ferris aus der Gilde die freien Seefahrer von Fremden ausgeraubt wurde. Abgesehen von seinem Geld haben ihm die Räuber auch seinen Sextanten gestohlen, die für seine Gilde von besonderem Wert ist. Er hat eine Belohnung für die Wiederschaffung seines Sextants aktiviert. Und die Frage ist, wohin geht das? Hier ist ja eigentlich alles aufgedeckt. Wir gehen jetzt mal rechts ran hier. Ob hier noch was? Ne, hier geht es ja auch wieder nur auf ein Brett zu. Komm, Wächterplakat. Geht's hier, gibt's hier was hier? Weizen. Glaubt den Lügen nicht. Die Freude der grauen Wächter sammelt sich. Die verborgene Perle hütet den Schlüssel zum Widerstand. Die Griffons werden sich wieder erheben. Na, ist doch schön und gut. Und die Frauen hier. Hier ist ja ein Knappe und eine Frau. Die Frage ist ehrlich, ich habe so keine Ahnung, wo, wie, was, warum ist. Felden Killern oder wie auch immer. Seid ihr hier, um noch ein Verbrechen zu melden? Ich schwöre, wir sollten das gesamte Viertel abriegeln. Oh, kann ich euch helfen, Wächter? Ist das Marktviertel wirklich so schlimm? Der Hauptmann der Wache hält den unteren Markt für unwichtig. Und dass Arl Hau das Sagen hat, macht es nicht besser. Wenn ich endlich neue Männer bekomme, wartet die herrliche Überraschung auf mich, dass es uneheliche, unausgebildete, schwachsinnige Nachkommen irgendeines Lords sind. Aber die Lords schicken mir immer mehr von ihnen. Die Bezahlung ist schlecht, die Aussichten auch, aber man bekommt eine Uniform. Also steht mir eine Legion von Bastarden zur Verfügung, die den Markt vor Taschendieben, Mördern und was weiß ich noch beschützen soll. Und die handverlesenen Männer von Arl Hau sind die schlimmsten. Wieso denn sind die die schlimmsten? Bei meinen Bastarden muss ich mir nur über Würfelspiele und Sabbern Gedanken machen. Und darf sie nicht zu heftig anbrüllen. Sonst verletze ich ihre Gefühle und werde von ihren adligen Vätern in die Mangel genommen. Aber die Männer des Arls sind weitaus krimineller als die Schurken, die wir hier von Zeit zu Zeit festnehmen. Einige von ihnen sind die Kriminellen, die wir festnehmen sollen. Wenn euer Blut nicht gerade in die Gosse läuft, braucht ihr das gar nicht erst zu melden. Also braucht ihr Hilfe. Was? Ihr meint es ernst? Ich meine, ja. Ja, ich könnte Hilfe brauchen. Es gibt hier ein ziemlich beliebtes Etablissement, in dem es vor Söldnern nur so wimmelt. Wenn ich meine Jungs hinschicke, könnten sie verletzt werden. Der Erbauer möge es verhindern. Und dann muss ich ihren adligen Vätern erklären, dass Wachdienst tatsächlich gefährlich ist. Was soll ich denn tun? Der Name des Hurenhauses ist die Perle. Schlagt jeden Söldner nieder, der sich daneben benimmt. Es soll eine Botschaft sein. Wohlgemerkt, niederschlagen, nicht töten. Das ist wichtig. Kein Feuer, keine Explosion. Oder der Erbauer weiß, welche anderen Todesarten ihr euch ausmalen könnt. Entschuldigt, ich bin einfach zu sehr daran gewöhnt, meinen Jungs Befehle zu erteilen. Lasst sie einfach am Leben und ich bin glücklich. Vielen Dank, Wächter. Also dann, Weidmanns Heil. Na gut. Karte der Stadt. Gut, wir müssen zur Karte der Stadt gehen, um die Quests zu vollenden. Eventuell noch in dieser Episode. Und der Typ hier, der kann sich die 50 hier bringen, in den Arsch stecken, wo er will. Aber von mir bekommt er die nicht. Muss er was anderes einfallen lassen hier. Die Perle. Und wir reisen dahin. Und haben eventuell irgendwo wieder so einen Kampf. Nein, cool.
Ach na, schau mal einer an. Kylon schickt euch, oder? Dreh um und geh wieder, Fremde. Das hier betrifft nur die weißen Falken. Na, auf Befehl der Wache, verlass dieses Etablissement. Hör sich einer diese Wache an. Du gibst uns Anweisungen? Adlige wollen aufrechte, verlässliche Soldaten. Kein Gesindel. Soll mir das etwa Angst machen? Ja. Die Falken gehen auf die Jagd. Seht nur alle genau hin. Na ja. Oha. Der brennt aber die Hütze. Der brennt wirklich was. Gnade! Gnade! Wir gehen! Wir tun alles, was ihr verlangt! Aber hört auf! Leert die Taschen aus und geht! Sagt Kylon, ich schulde ihm was. Und wo haben wir jetzt das Ding erhalten? Sengen, oder wie auch immer die Typ heißt, oder Willkommen Frau? In der Perle. Ich bin Sanga, die Besitzerin. Bitte setzt euch und macht es euch bequem. Jeder hier ist ein Meister seines Fachs. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Ich fürchte, ihr werdet einer nach dem anderen gehen müssen. Unsere Zimmer sind nicht groß genug für so viele Leute. Aber darüber können wir uns gleich unterhalten. Also, was soll ich euch zeigen? Die Männer oder die Frauen? Oder hättet ihr gerne eine Auswahl von beiden? Die Frauen? Wartet hier. Was ist überhaupt? Gut, aber bevor ihr eure Wahl trefft, möchte ich euch noch kurz an die Gildenregeln erinnern. Seht ihr diese reizenden Herren an der Tür? Solltet ihr meine Leute nicht anständig behandeln, werden sie sich ein wenig mit euch unterhalten. Ihr bezahlt im Voraus 40 Silber. Ich bin es leid, Soldaten vom Pier zu werfen, weil sie ihr Geld vergessen haben. Wir sind ein Handwerksbetrieb, kein Wohltätigkeitsverein. Also, möchtet ihr euch bekannt machen? Naja, ist da was los heute im Gebirge? Habe ich jetzt hier wirklich gerade Frauen aufgeboten, die für Geld was machen? Na gut, ich denke, man muss ja alles aus einem Spiel rausholen. Aber das... Na gut, das, liebe Leute, ist dann in der nächsten Episode, eventuell. Na gut, ich bin bereit, eventuell ihr auch, aber wirklich erst in der nächsten Episode. Denn man muss ja auch ein bisschen einen Cliffhanger haben und den haben wir hier jetzt ganz bestimmt. Tschüssi! Man hat schon sehr, sehr viel erlebt, aber was altbekanntes, Dragon Age Origin, wieder neu aufzuleben, das ist was Schönes. Wenn ihr rechts unten in den scharfen Bildschirm klickt, dann kommt ihr zu der Playlist der ganzen Abenteuergeschichte hier auf meinem Channel. Falls ihr Anregungen oder andere Sachen mir sagen oder schreiben wollt, dann bitte einfach unten in die Kommentare oder als PN an mich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.